nach langer, langer Zeit mal wieder eins. Ich habe bei Instagram eine kleine Fragenrunde gestartet. In der Story konntet ihr mir Fragen stellen und die werde ich jetzt beantworten. Und nebenbei koche ich noch mein Abendessen. Es gibt das Gericht, was ich letzte Woche zum ersten Mal ausprobiert habe, und zwar Nudeln mit Tomaten und Schafskäse. Sehr, sehr lecker und geht einfach und schnell. Und ich nehme euch jetzt einfach mit und beantworte nebenbei eure Fragen. Die erste Frage: Wie viel Zeit investierst du am Tag in YouTube? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil neben der Zeit, die man fürs Schneiden investiert oder vielleicht fürs Drehen, wenn man jetzt ein themenbasiertes Video dreht, natürlich auch noch ganz viele andere Sachen dazukommen. Und ich würde sagen, es sind auf jeden Fall viele Stunden. Alleine fürs Schneiden braucht man natürlich je nach Video, je nachdem wie aufwendig das Video ist, je nachdem wie lang, 1 bis 2 Stunden würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Dann gehört aber natürlich auch an und für sich das Drehen dazu. Wenn man filmt, auch wenn man Vlogs filmt, es dauert immer länger, die Sache, die man macht, eigentlich zu machen, wenn man filmt, als wenn man das einfach so macht. Ich meine, man muss die Kamera anmachen, aufstellen, man muss schauen, dass es vom Ausschnitt her passt, man muss die platzieren. Und auch wenn man irgendwas macht und dabei redet, braucht man auch länger, als wenn man es einfach nur schnell für sich machen würde. Dann kommt das Kommentare beantworten dazu, die Infobox ausfüllen bei den Videos, vielleicht irgendwas verlinken, Text vergeben. Was natürlich auch dazu gehört, ist, wenn man Kooperationen hat, dass man dann mit den Kooperationspartnern per E-Mail schreibt. Viele Dinge spielen mit rein und von dem her nimmt es auf jeden Fall einige Stunden am Tag in Anspruch, auch wenn man vielleicht viel irgendwie mal so nebenbei macht. Thumbnails muss man machen für die Videos, das ist auch so eine Sache. Man muss sich erstmal einen Titel überlegen. Gerade bei Vlogs finde ich es immer schwierig, sich einen Titel einfallen zu lassen. Irgendwas, was euch interessieren könnte, irgendwas, was im Video vorkommt. Man hat ja verschiedene Dinge, die im Video passieren. Sucht sich dann halt eine Sache aus, die prägnant für dieses Video steht. Und ja, sich da jeden Tag was einfallen zu lassen, ist manchmal schwierig. Also das dauert auch Zeit, dann sich was zu überlegen, dementsprechend passend dann das Thumbnail zu gestalten. Also auf jeden Fall, einige Stunden gehen dafür schon drauf. Aber ich schaue jetzt auch nicht auf die Uhr, also wenn ich eure Kommentare beantworte, ich meine, natürlich dauert das. Ihr könnt ja mal schauen, wie lange das dauert, wenn ihr einen Kommentar schreibt, je nachdem wie lang der ist. Und dann überlegt, ich antworte ja auf mehrere Kommentare, von dem her dauert es schon alles und nimmt viel Zeit und ja, eigentlich viele Stunden vom Tag in Anspruch. Nächste Frage: Was ist deine Lieblingsserie? Meine Lieblingsserie ist eigentlich keine Serie, sondern eine Telenovela. Und wer mich schon länger verfolgt, der weiß es vielleicht auch. Und zwar ist es Sturm der Liebe. Ich schaue diese Serie oder eben Telenovela seit 2005, bin da zufällig reingestolpert, dachte am Anfang, was ist das, und ja, bin dann hängen geblieben und seitdem schaue ich es. Und wenn ich mir aussuchen dürfte, dass ich nur noch eine Sache in meinem Leben schauen darf, dann wäre es auf jeden Fall Sturm der Liebe. Also das ist meine absolute Lieblingsserie und da freue ich mich auch immer jeden Tag drauf. Wobei ich die aktuelle Staffel, muss ich sagen, jetzt auch nicht so toll mehr finde. Also das Traumpaar, ja, es gab schon bessere Traumpaare, dann verlassen ganz viele Darsteller die Serie, tolle Darsteller. Stattdessen kommen irgendwie neue, die nicht so toll sind. Also ich weiß nicht, wer es von euch noch schaut, aber zum Beispiel, also den Steffen, den Freund von der aktuellen Hauptdarstellerin, von dem aktuellen Traumpaar, den finde ich ja ganz schlimm. Amelie finde ich auch nicht gut. Und ja, also irgendwie, ja, im Moment ist das alles nicht so toll. Ich hoffe, Paul bleibt uns erhalten, nicht, dass der jetzt auch noch auf Weltreise geht und nicht mehr in der Serie ist. Ja, aber auf jeden Fall Sturm der Liebe. So. Dann hier eine Frage, welches Haarshampoo ich benutze. Das zeige ich euch nachher, weil dafür muss ich dann ins Bad, um das zu holen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rosa. Ich liebe Rosa. Dann, wie bist du eigentlich darauf gekommen, YouTube-Videos zu machen?
Das war auch durch Zufall eigentlich, beziehungsweise ich bin durch Zufall darauf gekommen, dass es diese Videos gibt, die ich jetzt eben mache. Das war damals 2009, also wirklich schon Ewigkeiten her. Zu den Anfängen von YouTube bin ich durch Zufall auf ein Video von xKarenina gestoßen. Wer von euch kennt sie noch? Wer ist schon so lange bei YouTube dabei, dass er die Zeit noch kennt? Auf jeden Fall, ich bin durch Zufall auf ein Video von ihr gestoßen. Ich habe eigentlich ein Lied gesucht auf YouTube und ja, bin dann irgendwie auf ein Video von ihr gestoßen und ich war irgendwie so hin und weg. Also ich war echt richtig inspiriert und begeistert und es hat mich richtig motiviert, ihre Videos zu schauen. Es war was komplett Neues. Irgendwas, was man noch nicht kannte und sie hat damals ja ziemlich viele Videos gedreht und ja, das hat mich irgendwie so inspiriert und ich habe einfach Lust bekommen, selber Videos zu machen und dann habe ich auch angefangen, anfangs mit Beauty-Videos. Ich glaube, mein erstes Video war, dass ich euch meine Schmucksammlung gezeigt habe. Dann gab es damals ja noch Tags und man konnte Videoantworten posten. Und ja, das waren so die ersten Videos, die ich gemacht habe. Und irgendwann kamen dann auch die Vlogs dazu. Zu den Vlogs bin ich dann damals durch die Saucony Cholis gekommen, weil das die ersten waren, die ich kannte, die Vlogs gemacht haben. Und ja, das war auch wieder so eine Welt für sich. Und ja, so bin ich zu YouTube gekommen und bin mittlerweile echt seit 2009 dabei, also seit 11 Jahren mittlerweile. Im November wären es 11 Jahre. Krasse Zeit. So, kommst du irgendwann mal wieder live? Würde mich freuen. Also, ob ich mal wieder einen Livestream mache auf YouTube. Irgendwann bestimmt mal wieder. Wann kann ich nicht sagen. Das Problem ist immer von der Zeit her, eine Zeit zu finden, wo dann vielleicht auch viele Zeit haben. Also ich könnte natürlich 19 Uhr machen, die Zeit, in der auch die Videos angehen. Aber meistens bin ich zu der Zeit auch selber noch so beschäftigt und am Machen und Tun, dass ich da jetzt keine Zeit hätte, mich hinzusetzen, um live zu gehen. Und wenn man es früher oder später macht, naja, später ist eh doof, weil irgendwann ist man auch erledigt und hat dann quasi, ja, will sich dann abschminken und sich was Bequemeres anziehen und dann will man immer live gehen. Davor ist auch schwierig, also ja, vor allen Dingen halt auch eine Zeit zu finden, wo ihr da seid, weil bisher war es immer so, dass dann das gar nicht so viele mitbekommen haben und dann waren gar nicht so viele da. Und wenn man dann am Anfang alleine da sitzt und man nicht weiß, was man reden soll, weil keiner da ist, dann ist das auch schwierig. Deswegen, keine Ahnung. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr generell an Livestreams interessiert seid. Also 19 Uhr wird sich wahrscheinlich schon anbieten, weil ja da auch die Videos angehen. Wobei ja auch viele von euch die Videos erst später schauen und nicht Punkt 19 Uhr. Wobei ich natürlich auch meine treuen Abonnenten habt, die wirklich Punkt 19 Uhr dabei sind. Aber ihr könnt ja generell mal schreiben, wie ihr das so findet und ja, wie es euch am besten passen würde. So, dann noch eine Frage. Wie bleiben die Babys immer in der Nähe und laufen nicht weg? Die Frage habe ich tatsächlich schon so oft gestellt bekommen und ich kann euch da gar nicht sagen, wie. Die machen es einfach. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie denen das antrainiert oder beigebracht, dass die hier bleiben. Entdeckt habe ich es damals durch Zufall. Das ist Jahre her. Das war auch eine andere Hasenfamilie, die ich hatte. Da hatte ich sogar einen kleinen Garten und der war sogar hasensicher ausgebaut, weil die Vorbesitzerin auch Hasen hatte und von der war der Garten quasi noch präpariert, dass sie sich nirgends unten durchbuddeln können und so. Naja, meine haben es aber geschafft und die haben sich durchgebuddelt durch diesen Garten. Und an meinen Garten angrenzend war eine Firma mit einem riesigen Hof. Also wirklich, es war ein riesiger Hof und irgendwann war dann da die Firma und es war am Wochenende und es war natürlich keiner da. Und ich hatte die Hasen im Garten hüpfen und wollte die dann wieder reinholen und schau so. Kein einziger Hase da. Und dann sehe ich ganz am Ende von diesem Hof, der war echt riesig, also in weiter Ferne sehe ich da so ganz klein meine Hasen und ich so, Scheiße.
diesem Weg. Und war fix und fertig und habe überlegt, wie ich da jetzt am Wochenende in diesen Hof da reinkomme, um meine Hasen wieder zu holen. Und ehe ich mich versehen habe, es kam wirklich ein Hase nach dem anderen, kam wieder zurück nach Hause. Und seit diesem Zeitpunkt wusste ich, okay, Hasen laufen nicht weg, die kommen wieder her. Das ist jetzt natürlich auch keine Pauschallösung, also ich würde jetzt niemandem dazu raten, setz deine Hasen irgendwo hin, lass sie laufen, die kommen wieder. Also um Gottes Willen macht es nicht. Die müssen wissen, wo ihr Zuhause ist. Also Hasen sind Reviertiere, die sind sehr revierbezogen, die haben ihr Revier, ihr Gebiet, in dem sie sich bewegen. Die wissen, wo ihr Zuhause ist und dadurch, dass ich im Erdgeschoss wohne, mache ich die Tür auf und die wissen, wo sie hergekommen sind. Und natürlich habe ich die auch nicht von Anfang an rausgesetzt, sondern die waren erstmal hier natürlich, dass sie wissen, hier ist ihr Zuhause und dann durften sie raus. Und dann hatten sie auch erst einen ganz kleinen Bereich und den haben sie immer weiter erweitert, aber in dem Bereich bleiben sie. Ja, aber wie gesagt, also nicht einfach raussetzen. Aber ich kann euch nicht sagen, wie ich es gemacht habe, weil es ist einfach so. Also die bleiben einfach da. Ich habe ihnen das nicht beigebracht. Das wissen die von alleine. Das waren erstmal die Fragen. Es war jetzt auch sehr kurzfristig und sehr spontan, dass ich mich heute dazu entschieden habe, dass ich gedacht habe, ach, ich könnte doch mal wieder so eine kleine Fragenrunde machen. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr darauf öfter Lust habt. Wenn ja, kann man das gerne öfter mal machen, dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Vorlauf. Also das war jetzt wirklich sehr kurzfristig und wahrscheinlich hat nicht mal die Hälfte von euch die Möglichkeit gehabt, diesen Fragenticker zu sehen, um eine Frage zu stellen. Aber falls Interesse besteht und ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben und dann können wir das öfter mal machen, dass ich auf Instagram Fragen stelle. Das ist immer einfacher für mich, weil da habe ich das schön übersichtlich zusammen und dann kann ich da schön schauen, als wenn ich das bei YouTube irgendwie so aus den Kommentaren heraus friemeln muss, weil bei Instagram geht es dann wirklich nur um die Fragen. Deswegen, ich bin zwar nicht sehr aktiv auf Instagram, aber ab und an schon. Deswegen ist auch alles verlinkt. Aber für so Dinger bietet es sich halt an, für so Q&A-Videos. So, jetzt schalte ich meine Nudeln ein. Die Babys sind übrigens gerade am Hüpfen, bis auf Emmy, die kam wieder rein. Heute liegt im Schlafzimmer unterm Bett. Aber Olli und Bruno sind draußen. Eine Frage war noch, die wollte ich noch beantworten, die habe ich ja vorhin vergessen. Und zwar, welches Haarshampoo benutzt du? Ich benutze im Moment eine Haarseife. Zeige ich euch. Das ist eine von Savion. Ich weiß jetzt nicht, welche das ist, aber ich habe hier noch eine. Ich zeige euch das mal. Meine Mama hat mal ein Video zu Haarseifen gemacht. Und das wäre jetzt die Haarseife Henna. Nicht färbend ist die, also keine Sorge, sondern die, da steht nicht färbend, sondern die ist halt pflegend. Und dann habe ich noch diverse Shampoos von Hair Ressorts daheim, also zum Beispiel Metri und Matte und Olive. Und da habe ich nochmal Matte, weil das eine ist fast leer. Da habe ich nochmal eins auf Vorrat. Damit wasche ich im Moment meine Haare. Und die Haarseife, die Haarseife, die war auch mit Mikroorganismen. Genau, weil die Shampoos von Hair Ressorts, die sind ja mit Mikroorganismen. Da hat meine Mama auch vor Urzeiten mal ein Video gemacht. Das ist echt schon ganz, ganz lange her. Und ja, auf jeden Fall wasche ich im Moment damit meine Haare. Aber im Moment mehr mit Haarseife als mit denen von Hair Ressorts. Aber ich wechsle immer ab, je nach Lust und Laune, je nachdem wie mir ist, je nachdem auch wie viel Zeit ich habe. Denn es ist ein bisschen zeitintensiver, wenn ihr euch mit den Hair Ressorts Shampoos die Haare wäscht, weil man da zweimal waschen muss. Und deswegen nehme ich in letzter Zeit immer die Seife, weil damit geht es einfach schneller. Das ist jetzt quasi die Soße und jetzt zerdrückt man einfach den Schafskäse und die Tomaten. Thank you.
Heute sage ich Tschüss, gestern habe ich es vollkommen vergessen, aber es war echt schon so spät, deswegen irgendwie keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte mich von euch verabschiedet und als ich dann das Video geschnitten habe, habe ich gesehen, ups, ich habe die Verabschiedung vergessen. Aber heute wieder und wir sehen uns auch morgen wieder um 19 Uhr, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.